Freunde aus der Reiterei einfach, die Ahnung haben und die mich auch mal viel begleitet haben. Und die haben gesagt, auf keinen Fall, es ist kein Pferd für dich. Weil ich ja doch immer eher so ein bisschen die feineren, kleineren Pferde hatte. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist mir egal. Ich fühle da was und wenn ihr sitzt, da ja nicht drauf. Also, ja. Die Frau, die hier gerade erzählt, warum sie sich sicher war, mit dem Holsteiner Quidditch genau das richtige Pferd gefunden zu haben, das ist Marlin Hansen-Hottop, Mannschaftsvize-Europameisterin 2023 in der Vielseitigkeit. Marlin haben wir, Fotograf Jacques Toffi und ich, zu Hause in Kirch-Baggendorf in Mecklenburg-Vorpommern für eine Homestory besucht. Auf der Rückfahrt waren wir uns einig. Toll. Und das nicht nur wegen des wunderbaren Wetters im Herbst 2023. Viel Spaß. St. Georg, der Pferdepodcast. Strahlender Sonnenschein, 22 Grad und das Ende September. Wir wollen nicht über Klimawandel sprechen in dieser Folge, sondern über die Krone der Reiterei. Den schönsten Sport der Welt, die Vielseitigkeit. Und dafür sind wir früh aufgestanden in Hamburg, sind losgefahren Richtung Nordosten. Ich bin Jan Tönnies, bin Chefredakteur von St. Georg, sag herzlich willkommen beim Pferdepodcast von St. Georg und vor allen Dingen herzlich willkommen und danke, dass wir hier sein können, Marlin Hansen-Hottop. Ja, gleichfalls herzlich willkommen. Schön, dass ihr die weite Reise gemacht habt, wobei ich auch immer sage, so weit ist es gar nicht. Also von Hamburg ist man viel schneller da als alle. Immer sagen, Vorpommern oder Mecklenburg-Vorpommern. Oh Gott, wie lange fährt man? Und es ist erstaunlich dicht. Es ist wirklich schnell. Wir sind dicht an der Autobahn und dadurch geht es doch gut. Und trotzdem sind wir schon fernab, ich will nicht sagen der Zivilisation, das wäre gemein, aber fernab von Großstädten. Es ist sehr ländlich, es sind unwahrscheinlich große, grüne, herrliche Weideflächen, die ihr habt. Wie viel Weide habt ihr hier rund um eure Anlage? Also direkt hier am Hof haben wir tatsächlich 150 Hektar fast Grünland. Hier gibt es ein kleines Urstromtal von der Trebel. Dort sind es 100 Hektar, auf denen wir Heu machen. Und dann haben wir 50 Hektar oder 80 Hektar Hochland und davon sind 50 eingezäunt für die Pferdepension und meine eigenen Pferde. Das sind Dimensionen unfassbar. Die Trebel, muss man kurz erklären, das ist so ein kleines Flüsschen, so? Genau, also es ist hier ein kleines Flüsschen, weil es hier ganz in der Nähe bei Grimm entspringt sozusagen und es zieht sich dann hier hinter unserem Hof oder vor unserem Hof lang und geht dann in die Mien, in die Peene und da ist es schon 10 Kilometer weiter, ist es schon so, dass man da gut mit mehreren Kanus nebeneinander fahren kann. Okay, das heißt, schon was gelernt in Mecklenburg-Vorpommern werden Flüsse und Flussläufe an der Menge der nebeneinander zu befahrenden Kanus gemessen. Kanus sind nicht das große Thema. Wassereinsprünge vielleicht schon so ein bisschen mehr. Du hast eine super Saison hinter dir. Das ging letztes Jahr schon grandios los. 4 Sterne lang in Blenheim gewonnen. Das ist noch nicht Badminton. Das ist nicht Burley, aber das ist schon verdammt dicht dran. Das ist wirklich auch einer der ganz großen Namen der Vielseitigkeit in England, in Großbritannien, was ja wiederum immer so als das Mutterland von Cross-Country und von Vielseitigkeit und Eventing gilt. Und das Ganze mit einem Pferd, mit Quidditch, Carlitus Quidditch K. Fangen wir mit dem K an. Das ist schon eine besondere Verbindung, die du zu der Züchterin hast von deinem Schimmel. Auf jeden Fall. Ja, die Züchterin Miriam Kühl, früher Rosskoten, kommt aus meiner Heimat. Also ich bin ja in der Nähe von Flensburg groß geworden und sie ist dort, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, 8, 9, 10, mit ihrer Familie aus dem Rheinland dort hoch und hatten auch einen Hof dort, Landwirtschaft und Pferdezucht. Und da haben wir uns kennengelernt. Ihr kleinster Bruder ist so alt wie ich. Haben 4 Kampf zusammen gemacht früher und Miriam war so Dressurreiter und ja, wir haben uns einfach gut gekannt und während der Schule oder nachher vor, zwischen Schule und Studium habe ich ein Jahr lang, also in der Zeit habe ich Euro geritten, 2-mal und habe dann ein bisschen gearbeitet und Unterricht gegeben und das habe ich viel bei denen auf der Anlage gemacht und habe dann von Miriam auch schon Pferde geritten, Jungpferde ausgebildet und Bundeschampionat geritten. Und demnach kennen wir uns ganz, ganz, ganz lange. Und jetzt sind wir beide hierher durch unsere Männer und die Landwirtschaft nach Mecklenburg-Vorpommern. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich habe einen, der Buschpferd wird.
Da habe ich gesagt, ja, ja. Dann hat sie irgendwann gesagt, so, der ist 5, der müsste mal ein paar Prüfungen gehen. Kannst du den mal reiten? Und da habe ich gesagt, nee, keine Zeit. Hat sie aber so viel gedrängelt und sagt, sie fährt den auch zur Prüfung hin. Ich bräuchte den ja gar nicht viel reiten vorher. Und dann habe ich das eben dann doch gemacht. Und letztendlich ja, habe ich ihn dann 4, 5 Prüfungen geritten. Und habe dann gemerkt, dass es eigentlich, glaube ich, ein ziemlich gutes Pferd ist. Und dann haben wir sie überredet, dass sie ihn mir verkauft. Und ich glaube, Miriams Mutter, Frau Roskuten, die hat auch so ein Faible auch für Vollblut. Also hat, glaube ich, auch mit Blutstuten gezüchtet. Und da bist du ja auch schon... Du hast das eben in so einem Halbsatz so im Europameisterschaften geritten. Mhm. So. Du warst richtig, richtig als junge Reiterin oder war das noch als Junior? Nee, als junge Reiter, genau. Also ich bin eigentlich die ganze Reihe durchgelaufen. Also ich habe im Ponyreiten deutsche Meisterschaften schon geritten. Auch als Junior, da hatte ich mein erstes Pferd, hatte ich bei Peter Thomsen gekauft. Dadurch war ich dann irgendwie bei Peter auch ganz, ganz viel früher. Genau, und dann als junge Reiter bin ich dann 2-mal Europameisterschaften geritten. Und Miriams Mutter hatte... im Rheinland, also ihr Vater war auch schon Vollblüter, also Miriams Großvater sozusagen, die haben tatsächlich nur Vollblüter gezogen für die Rennbahn. Dann hat sie die auch mit nach Flensburg einige Stuten genommen, hat da auch weitergezogen und dann fingen die aber an, mit Holsteinern und Rakenern anzupaaren. Und da hatte ich eben früher auch ein Pferd, Amazing Grace hieß sie, das war so eine kleine Trakenerstute eben und die war schon, glaube ich, beste Halbblutstute beim Verband mal und dann bin ich die Bundeschampionat und 6-jährig auch Lyon. Die Weltmeisterschaft der Jungpferde geritten. Und daran anknüpfen, bist du so, hast du es bis auf die Longlist für Sydney. Für Sydney, für die Olympischen Spiele. Ja, genau. Das war unser eigenes Pferd. Das war auch so ein bisschen besondere Geschichte eigentlich. Beverly hieß sie damals. Ich bin die Europameisterschaft vorweg, bin ich mit einem anderen Pferd von Vera Bayer geritten. Und Vera ist die, also ihr Sohn war mal Pony-Europameister. Und dann habe ich das Pferd, was er eigentlich haben sollte, bekommen. Mit der bin ich dann eben 2-mal Europameisterschaften geritten. Währenddessen hatten wir ein selbstgezogenes Pferd, was ich parallel ausgebildet habe. Und mit der habe ich es dann nachher, also bin ich dann die ersten Male erst geritten und dann eben war ich auf der Longlist für Sydney. Ja, und das war auf jeden Fall besonders. Die ist bei uns zu Hause im Stall geboren. Die Mutter hat, haben meine Eltern mit Kälbermilch aufgezogen, weil die Großmutter sozusagen nach der Geburt verstarb. Und so war das irgendwie natürlich besonders. Ja. Gut, und dann hast du, wir machen es ein bisschen chronologisch, studiert. Das ist ja ein bisschen schwierig, Studium und Reiterei auf dem ganz hohen Niveau alles unter einen Hut zu kriegen. Und im Studium hat es dich tatsächlich auch schon mal nach Mecklenburg-Vorpommern das erste Mal verschlagen oder geführt. Genau. Also ich habe das erste Jahr tatsächlich in Rostock studiert. Also Landwirtschaft habe ich studiert. Ich wollte nicht gleich in Kiel anfangen, weil mein ganzer Jahrgang nach Kiel ging. Und da habe ich gedacht, ich will auch mal irgendwie was anderes sehen und machen. Dann war ich das erste Jahr in Rostock. Habe in der Zeit auch hier Erntehelfer-Jobs gemacht, auch bei einer Züchterin, die hier Trakehner hatte. Da habe ich eben auch Pferde, war dann noch geritten danach. Genau, und habe dann aber nach einem Jahr nach Kiel gewechselt. Und bin dann, also bis zu dieser Sache für Sydney, also 99, 2000, bin ich eben noch Achselschwang, Lumühlen geritten und Kavatitz gab es damals noch bei Familie Steine und war dann eben auf der Longlist. Und dann habe ich aber gedacht, okay, also jetzt muss irgendwie das Studium im Vordergrund stehen. Und ich bin Peter bis jetzt dankbar, Peter Thomsen, weil der früher, als wir da groß geworden sind, immer gesagt hat, ihr dürft da nicht euer Geld mit verdienen. Also ihr müsst einfach einen Job nebenbei machen, ihr müsst eine Ausbildung machen oder ein Studium. Und dann könnt ihr immer nebenbei reiten. So. Das hat er natürlich vorgemacht. Ne? Er war ja immer angestellt bei DHL oder erst bei der Post. Und dadurch war das ganz klar, dass wir eben auf keinen Fall irgendwie eine Bereiterlaufbahn oder irgendwas anderes im Pferdebusiness machen. So. Und ja, deswegen bin ich nicht so klassisch wie heute die ganzen Junioren, junge Reitern, die dann irgendwie in die Perspektivgruppe gehen und in Warendorf natürlich mega ausgebildet werden. Das habe ich dann eben einfach nicht gemacht, so, weil es zu der Zeit auch nicht so, natürlich noch nicht so unterstützt wurde, wie es jetzt wird. Mhm. Landwirtschaft, hast du dann über Pferde dich da spezialisiert oder worüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben? Also ich habe 3 Abschlüsse, also gefühlt. Mhm. Ich habe erst Vordiplom gemacht, dann wurde alles umgestellt auf Bachelor und Master. Dann habe ich den Bachelor gemacht, den hatte ich tatsächlich in Tier gemacht, in der Fachrichtung Tier. Habe über Abstammungssicherung in der Warmblutzucht geschrieben. Da gab es ja schon die Haarproben, aber da wurde das gerade erst so richtig zur Pflicht und wurde eingeführt überall.
Und dann habe ich, dann hieß es ja mal, wenn man einen Bachelor hat, kann man einen Master machen, in welcher Richtung auch immer. Und da das Ganze, also wie der erste Jahrgang war, habe ich gesagt, da mache ich auf jeden Fall Wirtschaft. Da haben einige Professoren gesagt, das geht aber nicht. Du musst aber ja die ganzen Grundlagen vorher gemacht haben. Da habe ich gesagt, ja, ich habe Vordiplom gemacht, da habe ich ja die ganzen Grundlagen gemacht. Also habe ich mich dann da einfach durchgesetzt und habe dann sozusagen einen Master dann, ja, landwirtschaftliche Wirtschaftswissenschaft zusammen dann gemacht. Okay, das heißt, du kannst richtig rechnen. Ja, ich bin nicht so ein mega Mathe-Ass, aber man kann da ja auch Marketing machen und solche Sachen. demnach, genau, kam ich ganz gut dadurch, aber also Mathe ist jetzt auch nicht mein größtes, aber ich weiß, worauf es ankommt mit den Zahlen, sagen wir mal so. Das ist ja wie im Gelände, da muss man auch erstmal wissen, rot, weiß, genau. Und drüber. Wie bist du dann hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen? Ist ein kleiner Zeitsprung und wir haben schon kurz drüber gesprochen, wie Quidditch in dein Leben getreten ist. Wie kam's? Also, ich weiß nicht, wo ich damit anfangen muss. Während des Studiums habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Also, wir haben ja auch in Mecklenburg-Vorpommern zusammen Erntehelfer gemacht auf einem Betrieb. Wie romantisch. Oh. Ja, das war gar nicht so romantisch, weil wir beide liiert waren. Und nee, es war auch gar nicht, also da ist auch wirklich gar nichts passiert. Da hat witzigerweise die Chefin dort gesagt, Kathi Rabe, gesagt, Marlin, das ist einer zum Heiraten. Und dann habe ich gesagt, was? Nee. Wie kommst du darauf? So, und dann haben wir festgestellt, dass wir ganz viele gemeinsame Freunde haben. Er hat eigentlich in Rendsburg studiert, hat aber in Kiel gewohnt. Und ja, dann haben wir irgendwie gemerkt, wie viele Freunde wir zusammen, sozusagen, er hat mit Anna Rüder damals, Horn heißt sie jetzt ja, studiert. Und haben uns dann einfach ganz viel gesehen und waren wirklich gut befreundet. Also nach einer Weile waren wir dann beide Single und waren dann ganz schnell wieder Double. Ja, und das war tatsächlich vorher gar nicht so, also hätte ich niemandem gesagt, ja, na klar, das kommt so. Ja, und dann war es aber irgendwie ganz klar, wie wir beide frei waren sozusagen. Und ja, dann waren wir erst 2,5 Jahre in Niedersachsen auf seinem elterlichen Betrieb nach dem Studium. Und da haben wir gesagt, ist uns irgendwie zu langweilig da. Ist natürlich tollster Boden, einfache Landwirtschaft, es war relativ klein. Müssen wir kurz erklären, das ist Wolfenbüttel die Gegend, also genau. Jeder Landwirt kriegt da so einen Glanz in den Augen, also genau. Das ist so, der Boden da ist quasi das, was Bordeaux für Rotwein ist. Genau, also es ist einfach für die Reiter ganz fürchterlich, weil der so guter Boden ist, dass es an den Reitstellen keine Weiden gibt, weil natürlich kein Gras, sondern Weizen angebaut wird. Also es wäre Frevel. Und ja genau, dann waren wir da 2,5 Jahre und haben aber irgendwie gesagt, das ist irgendwie nicht unseres, also wir... Es ist schön da, es war kurz vorm Harz, also mit Blick auf den Brocken. Ich hatte auch tollerweise da so einen Teil des Hofes, haben wir einfach Boxen reingebaut, hatte meine Pferde mit da. Hab bei Andreas Weiser an der Zeit viel geritten, der war um die Ecke, das war auch richtig toll. Aber irgendwie war das nicht unser Lebensziel, da zu bleiben. So. Und dann haben wir gesagt, okay, komm her, wir gucken mal. Thomas' Vater war gestorben in der Zeit, wie wir da waren. Und die Mutter und die Schwester haben gesagt, ja, los. Wenn ihr es wollt, macht was. Und ja, dann haben wir Kirchbankendorf gefunden. Dann sind wir 2006 dann hier nach Kirchbankendorf gezogen. Zwischenzeitlich, also nach dem Hierherziehen, kamen dann auch nochmal 3 Jungs ins Spiel. Das alleine ist ja eigentlich auch schon ein Volltime-Job, 3 Jungs großziehen. Ja, das stimmt. Der Vorteil ist natürlich, wenn man auf so einem Hof wohnt, dass natürlich immer viel Platz ist, die Fußbälle überall rundherum geschossen werden können und genug Fahrzeuge sind für Jungs, die man bedienen kann. Aber ja klar, es ist natürlich einfach, wir haben hier auch immer Azubis, haben die Kinder, haben ein Haus gebaut, haben natürlich den Hof immer weiter abgerissen, neu gebaut oder umgebaut. Das hat schon ganz viel Zeit genommen und derzeit bin ich dann eben auch viel junge Pferde geritten, aber immer nur im gewissen Maß. 3 Jungs, wie viele Reitpferde aktuell? Reitpferde 5,5. 5,5. Also letztendlich sind es eigentlich 6, aber der eine hat gerade Pause. Demnach, genau, habe ich jetzt 5. Der andere wird nur ausgeritten. Quidditch. Miriam hat gesagt, das ist es. Du hast es irgendwann geglaubt, du konntest ihn irgendwann kaufen. Oder ihr konntet ihn irgendwann kaufen. Was war es, was dir sofort gesagt hat, kaufen wollen? Oder hat das doch ein bisschen gedauert? Es hat tatsächlich gedauert, als der ankam. Der war groß, schlaksig, saufrech. Und ich habe, Miri hat immer gesagt, der springt toll und der kann galoppieren. So. Und dann saß ich drauf und der ging also manchmal in Anlehnung, meistens nicht, bockte die ganze Zeit.
Und ich merkte aber, ich konnte doch reiten zum Sprung im Gelände auch, wo ich wollte, er hat nicht geguckt. Also er war schon so ein bisschen, also nicht spooky, aber so, dass er einfach am Sprung war, der immer gut. So. Und egal, wie schlecht er dahin galoppiert ist. Und dann habe ich ihn danach Prüfung ja geritten. Und da habe ich einfach so während des Galoppierens oder an den Sprüngen manchmal gedacht, also wenn er so nachher galoppiert, wie sich es zwischendurch anfühlt, als er rittig war für ein paar Sekunden, dann fühlt sich das super an. Das waren so Momente, wo ich dachte, ich glaube, das kann gut werden. Viele Freunde aus der Reiterei einfach, die Ahnung haben und die mich auch immer viel begleitet haben. Und die haben mir gesagt, auf keinen Fall, es ist kein Pferd für dich. Weil ich ja doch immer eher so ein bisschen die feineren, kleineren Pferde hatte. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist mir egal. Ich fühle da was und wenn ihr sitzt, da ja nicht drauf. Also ja, und das war, glaube ich, so der... Aber es waren wirklich nur Sekunden, weil er einfach wirklich nicht schön ging in der Zeit. So. Das ist witzig, weil wenn man den jetzt erlebt, ist der ja ein Musterbeispiel, durchlässig, ordentlich, konzentriert bei der Sache, gibt gute Dressur, macht einen guten Sprung. Also alles, ich meine, du bist nicht umsonst in dieses Team bei der Euro gekommen. Und bevor wir über die Euro sprechen, nochmal ein Jahr zurück, die Fahrt nach England. Also erstmal, noch mal einen vorher. Wir haben einen sehr schönen kleinen Geländeplatz hier gesehen. Das sah jetzt noch nicht so richtig nach Championatshindernissen aus, was da stand. Wie viel Aufwand musst du denn betreiben, um diesen Sport zu betreiben? Du hast eine kleine Halle, die ist ein bisschen schmaler als eine normale, du hast ein schönes Außenviereck. Aber richtig galoppieren, auch mal bunte Stangen, richtig viel springen, Geländetraining etc. Wie läuft das ab? Also ich habe natürlich alles, was Konditionstraining angeht, habe ich natürlich alle Möglichkeiten hier. Wir haben hier Schläge von 180 Hektar. Da habe ich Spritzspuren, die heutzutage durch die große Technik wahnsinnig breit sind. Da ist der Boden immer gut, weil die natürlich fest sind, aber trotzdem durch das Profil der Treckerreifen sozusagen auch wieder so ein bisschen der Sand immer lose ist. Wir haben eben ja schlechten Boden hier, dadurch ist das eher sandig. Und das geht ganz toll. Also wir können ganz, ganz viel Grundlagentraining hier machen. Dafür muss ich eben nicht aufladen. Ich habe ein Dressurpferd hier. Wenn ich Unterricht brauche, muss ich natürlich eher per WLAN mich mit irgendjemandem connecten. Oder ich habe meine Pferdephysio, die kommt aus der Hamburger Ecke. Das ist eine gute Freundin von mir. Und die kommt alle 4 Wochen und bleibt 2 Tage meistens. Und wenn wir es schaffen, machen wir da eben noch Dressurunterricht. So, und die macht so diese ganz grundlegenden Dinge ganz, ganz, ganz korrekt. Und das ist immer total super. Anne Grossler. Alles, was Springen angeht. Ich habe auch noch einen Platz sozusagen hier, aber auch auf Gras mit bunten Sprüngen. Da können wir gut reiten, wenn es nicht wahnsinnig trocken ist. Dann geht das prima. Ansonsten fahre ich tatsächlich zu Wohlschnass. So, da fahre ich eine knappe Stunde hin. Da sind natürlich alle Parcours, Plätze, die ich brauche. Da bin ich super betreut. Das geht total gut. Der hat sogar einen Wall, ne? Also da kannst du sogar ein bisschen... Ja, den haben sie tatsächlich wieder abgebaut. Also haben sie doch, glaube ich, auf der Galoppbahn noch da im Wäldchen. Aber genau, er hat einen Grasplatz auf jeden Fall und er hat große Sandplätze, die haben eine Riesenhalle. Dadurch ist das ist total gut. Muss ich natürlich aufladen, aber ich muss nicht zum Galopptraining aufladen. So. Okay, also springen eine Stunde Fahrt. Genau. Geländetraining, das ist natürlich ein bisschen... wir haben 1-2 Plätze noch hier rundherum, auf Usedom und noch in Christianzees Richtung. Die sind auch okay, aber da steht natürlich auch nichts ganz Großes. Das ist schön zu reiten, da für die jungen Pferde und zum Entgangen kommen. Alles andere ist einfach Lumülen oder Warndorf. Braucht man sich nichts vormachen. Und wenn Peter sagt oft, ja, wir machen vor Aachen oder wir machen davor nochmal Training in Warndorf den Tag, bin ich da oder Rudolf ist da. Ich sage ganz ehrlich, in der Saison fahre ich keine 7 Stunden nach Warndorf, um einmal Geländetraining zu machen. Das wäre schön, aber es geht einfach nicht, kann ich nicht. Also demnach nutze ich im Frühjahr vor der Saison sozusagen die Warndorf-Lehrgänge, machen wir 2-mal ja, im Februar und März. Dann treffe ich mich meistens mit Hans nochmal, mit Hans Melzer in Lumülen. Wie lange fährst du nach Lumülen? 3 Stunden gut. Das ist überschaubar. Schafft man an einem Tag. Und das ist sozusagen, ja, so mache ich Geländetraining. Also das ist Kleinkram hier und um die Ecke und die anderen Sachen. Und letztendlich mit den erfahreneren Pferden ist das dann auch schon, ist natürlich weniger als alle anderen machen, aber kommt man auch gut mit lang. Dann muss man eben eine Prüfung im Frühjahr mehr reiten als die anderen vielleicht mit den jüngeren Pferden. So. Aber das geht. Ich sage immer, dafür haben wir viele andere schöne Sachen. Die anderen müssen zum Galoppieren aufladen oder können nicht traben gehen.
Und ich kann hier stundenlang traben. Ich kann manchmal eine Stunde, wenn ich es möchte. Du hast ja tatsächlich auch noch eine Bärbaum im Stall. Ja. Gesche, Bärbaum, genau. Gesche ist, was ist Gesche? Eine gute Freundin, Turnierpflegerin, Sparringspartnerin von allem ein bisschen. Eigentlich fing unser gemeinsames Leben an, als sie 9 war. Da habe ich einen Lehrgang gegeben. Auch durch Kathi Rabe, sozusagen durch diese Erntehelferjobs und diese Familie, wo ich viel war, habe ich einen Lehrgang gemacht. Und ihre Eltern sind auch Landwirte, die hier aus der Kieler Ecke in die Nähe von Neubrandenburg gezogen sind. Und dort hatte ich lauter Kinder, unter anderem Gesche, 9-jährig, auf einem kleinen, dicken, weißen Pony, zornig durch die Gegend galoppieren. Und ab da ist ihre Mutter, als wir dann herzogen, regelmäßig hier mit ihr zum Unterricht gekommen. Dann war sie fast alle Ferien bei uns für eine Weile mit Pony. Als sie älter wurde, hat sie natürlich Traktorführerschein gemacht, wie sich das gehört als Bauernstochter. Dann war sie als Erntehelfer hier, 2-3 Jahre sogar. Dann fing sie an zu studieren in Kiel und hat dann sich so ein bisschen abgenabelt. Was, glaube ich, die Eltern auch ganz gut fanden, weil sie mehr bei Hotops war als bei Bärbaums. Und jetzt war sie fertig mit dem Studium, hatte den ersten Job, auch hier in der Region. War so lange erstmal wieder zu Hause eingezogen, weil sie noch nicht wusste, ob das bleibt mit dem Job. Und letztendlich habe ich ihr irgendwann gesagt, weil sie dieses tolle Pferd hatte und ein bisschen Hilfe braucht, habe ich gesagt, naja, unser Mietshaus ist frei. Eine Box hätte ich auch. Länger überlegt. Es wurde auch in ihrer Familie erst, glaube ich, ein bisschen raunen. Erstmal wahrgenommen, dass es wieder zu Hotops geht. Ja, und letztendlich ist sie dann hier vorne bei uns eingezogen, hat ihr Pferd hier und dadurch ist es irgendwie alles. Ich meine, sie ist natürlich viel jünger als ich, aber wir ergänzen uns toll dadurch, dass wir eben keinen professionellen Stall hier haben. Wir versuchen es professionell zu betreiben. Aber sie ist eben auch super, super exakt mit allem, weiß, wo lang es geht. Wir reiten zusammen. Wenn ich nicht da bin, schmeißt sie hier den Laden und ja, das ist einfach toll. Und wenn sie Zeit hat, kommt sie als Groom mit. Das ist aber eben auch nur ab und zu. Da suchen wir uns dann die schönen Turniere, die sie möchte, mit raus und haben einfach eine schöne Pferdezeit zusammen. So. Mhm. Gehen joggen. Na gut, als Mutter des zukünftigen Leistungsträgers vom 1. FC Bayern muss man ja joggen. Da müsste nicht kommen, also BVB vielleicht, aber es wäre ganz gefährlich mit Bayern. Und Hansa Rostock reicht nicht. Hansa Rostock würde auch erstmal reichen. Aber so als Einstieg. Genau. Ja, es ist ein bisschen der Klassiker, fällt mir ein, 3 Jungs, so Pferdebegeisterung. Mhm. Also der erste ist gar kein Tiermensch, der ist wirklich totaler Techniker. Der saß auf dem Pony, ist Schritt, Trab, Galopp geritten, das hat er brav mitgemacht. Und dann merkte ich aber auch, das hat eigentlich keinen Zweck, da hinterher zu sein, das ist auch total okay. Der zweite hat dann tollerweise das alte Pony von Calvin Böckmann hier gehabt und hat gesagt, Mami, jetzt will ich reiten. Und ist dann auch innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, E-Springen und E-Geländeritt noch geritten. Der arme Bonanza war aber schon 26 oder 27, kriegte noch einen zweiten Frühling. Das ging alles toll. Aber er kam dann natürlich in Zwiespalt immer mit dem Fußball. Da ging es immer weiter. Da bist du im Team. Da kannst du natürlich auch nicht sagen, heute bin ich da, morgen bin ich nicht da. Dann ist man eben auch ganz schnell raus. Und da bei beiden sehr talentiert war und hier einfach die Einöde ist, was das angeht. Wir haben wenig Reitlehrer, die sich mit Kindern beschäftigen. Wir haben wenig Kindergruppen oder eigentlich fast gar keine. Und dann ist es natürlich auch einfach zäh, hier den Winter über zu reiten, nur mit der Mutter zusammen, auch wenn die das versucht hatte, jungsgerecht zu gestalten. Und dann ging das im Winter einfach so ein bisschen verloren. Und jetzt sitzt er ganz süß immer mal in den Ferien, wenn hier lauter Mädels sind von meinen Freunden mit Pferden. Und die reiten mir auch, sagt er, heute reite ich mal mit. Dann setzt er sich auf einen Braven mit drauf. Und ist auch immer ganz cool, weil er dann doch noch springen kann. Sagt immer, bau mal Sprünge auf, es geht. Geht dann auch immer. Aber letztendlich, ja, ist auch mit Schule und Fußball. Und der trainiert letztes Mal die Woche, das geht's nicht. Und der Kleine, der sitzt mal drauf, aber der spielt auch Fußball und ja, macht auch andere Sachen. Ja, wir haben ja auch Fußballtore hier zwischen deiner wunderschönen wohnlichen Küche und dem Dressurviereck dazwischen. Also 2 Tore und damit sind die Schwerpunkte klar definiert hier im Hause. Ja, auch die Mutter muss immer Fußball spielen. Aber ich sage, seit letztem Jahr bringt es mir nicht mehr so viel Spaß, weil die jetzt alle schneller sind. Besser waren sie ja sowieso immer, aber früher war ich dann noch schneller. Dann konnte ich wenigstens mal ein Tor schießen. Jetzt habe ich nur noch eine Chance, wenn jemand gut zupasst und ich als Abstauber vor dem Tor stehe. Aber ja,
Genau, also ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist, dass sie irgendwas haben, wofür sie brennen. Und das haben sie alle drei. Also bin ich ganz zufrieden mit dem. Braucht keiner reiten. Und ich reite ja auch genug. Und ich finde es auch schön, wenn ich am Wochenende, wenn ich nicht auf dem Turnier bin, einfach mit meinem Tee am Fußballfeld sitze und einfach mal nichts machen muss. Aber umgekehrt, wenn du auf große, tolle Turniere fährst, dann ist schon eine gewisse familiäre Unterstützung dabei. Ja, total. Also ich, ist es auch natürlich so, dass mein Mann tollerweise dann hier den Background hält, wenn er nicht auch mitfährt, aber meistens ist er eben zu Hause. Dadurch, dass die Landwirtschaft ja auch mal saisonal gleich ist wie die Buschreiterei. Und die Kinder sind natürlich jetzt so groß, dass sie ja viele Sachen einfach auch dann selber hinkriegen, wenn dann irgendwie der Morgenstart und das Abends wieder zur Ruhe finden ein bisschen geregelt ist. Und ich habe jetzt die letzten Turniere, also in Aachen und Lumülen kommt eigentlich immer irgendwer mit, wenn die frei haben oder Zeit haben. Und das ist natürlich ganz schön. Oder Thomas kommt mit den Kindern mal hinterher. Aber es gibt natürlich auch genug Turniere, wo die alle Fußball haben und zu Hause bleiben müssen, weil sie auf keinen Fall was verpassen wollen. Und, aber das ist total gut. Also wir kriegen das alle gut hin. Ein Satz ist bei mir hängen geblieben in Arras du Pin. Da wurdest du gefragt nach deiner Rolle als Pathfinder. Also du warst ja die Erste, die auf den Geländekurs sollte. Und da hast du in so einem Nebensatz gesagt, ich bin eigentlich Mensch, ich bin nicht nervös. Ich habe schon so viel erlebt, also das geht auch noch. Und da habe ich ein bisschen gestutzt. Ich wusste nicht, du warst mal schwer krank. Ja. Und ist das, also kann man ja aussprechen, Krebs. Und bezog sich diese Bemerkung deinerseits darauf, dass du gesagt hast, also ich habe mal ganz andere Dimensionen gekannt. Das ist zwar toll mit den Pferden, aber es sind dann doch, es ist doch nur Pferdesport oder ist das jetzt überinterpretiert? Ja, auch. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich sowieso relativ cool so bei Wettkämpfen. Also ich habe früher halt ganz, ganz viel, also ich habe geturnt, Rollen getanzt. Als Kind und voltigiert und ich habe halt immer Wettkämpfe gemacht. Also ich glaube, ich habe mit dem Rock'n'Roll, habe ich das erste Mal mit 10 Jahren, glaube ich, deutsche Meisterschaften getanzt und ich habe dann mal durch, bis ich 23 war, bin ich, glaube ich, jedes Jahr irgendwie deutsche Meisterschaften geritten oder habe halt vorher getanzt und dann geritten. So, das ist natürlich einfach eine lange Zeit und da bin ich eigentlich immer relativ, also ich bin eigentlich relativ ruhig so. Das ist natürlich, glaube ich, einfach eine Sache, entweder hat man das oder man hat es nicht. Und dann kommen aber natürlich diese anderen Sachen. Also einmal meine Krankheit natürlich dazu, dass man das noch mehr genießt und noch mehr fokussiert und eben nicht so, also ich bin total ehrgeizig und mir ist es wichtig, gut zu sein und ich wollte auch diesen Job gut machen als Pathfinder. Aber es, ich weiß, dass es nicht das Wichtigste auf der Welt ist. So. Peter hat ganz schön gesagt vorher, ist natürlich auch wahnsinnig aufgeregt gewesen und ehrgeizig und es sollte alles natürlich gut klappen. Und er hat zu mir immer gesagt, wenn er sagt, das muss, und dann hat er gesagt, stopp, aber letztendlich ist es genauso ein Turnier wie jedes andere. Wir fahren da nur hin und entweder freuen wir uns alle, wenn wir zurückfahren, oder wir sind zusammen traurig, so, weil es nicht so gut war. Und na klar, es ist besonders, Europameisterschaften zu reiten, aber als es am Freitag anfing zu regnen und zu regnen und zu regnen, da lag ich wirklich in meinem LKW und hätte heulen können und gesagt, ich wäre so gerne Einzelreiter und würde einfach sagen, ich reite nicht, ich fahre nach Hause, weil es einfach nicht abzusehen war, wie das wird am nächsten Tag. Und dann habe ich mir selber nachts um 0.21 Uhr hört es auf, habe ich gesagt, so stopp, wenn das hier gefährlich wird, weil der Boden einfach nicht zu tragen ist und so, dann parierst du durch. Auch, also natürlich will ich fürs Team so gut sein und alles geben, das ist irgendwie möglich. Aber wenn es eben so ist, dass es gar nicht geht, dann gibt es wichtigere Dinge im Leben und zwar irgendwie gesund nach Hause fahren. Und das war für mich dann klar und danach konnte ich auch gut schlafen. Und am nächsten Morgen, als sie dann die 2 Minuten rausgenommen haben, ging es mir auch wieder besser. Aber es ist schon, glaube ich, also es rückt die Dinge ein bisschen anders. Wenn das nicht dein absoluter einzelner Fokus ist im Leben, dann kann man das ein bisschen anders abwägen, glaube ich. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass man eben auch schwere Zeiten durchgemacht hat. Du bist vom Pathfinder dann zum Pathjogger geworden. Du bist nämlich außen Ziel. Wir überschaubare Menge von deutschen Journalisten warteten da. Du warst ja ganz, ganz früh dran auf der Strecke. Aber dann auf einmal rannte jemand nur mit weißen Reitungen an uns vorbei. Und dann hieß es nur, ja, sie muss jetzt noch ganz schnell zu Christoph Wahler, der zweite deutsche Starter im Team war, laufen, um nochmal die Eindrücke wiederzugeben. Und das war ja
Okay, du warst heil angekommen, du warst sogar, glaube ich, am Ende war es die 10. beste Zeit noch. Also richtig, eine richtig tolle Runde für diese schwersten Bedingungen. Am Ende hast du es auch nochmal spannend gemacht für uns. Ja, da war es ein bisschen rumpelig. Aber dann muss man nur sagen, es reitet sich doch schlechter als gedacht eigentlich, oder? Also ich habe tollerweise am Morgen, wie habe ich Matthias Otto Erlei getroffen im Gelände. Ich bin der, extra, technische der technische Delegierte war vor Ort. Genau. Und es war sehr früh, ich bin früh durchs Gelände gegangen und es hieß, um 8 Uhr wird bekannt gegeben, ob sich was ändert, was sich ändert. Und dann habe ich ihn direkt auf der Strecke getroffen, kurz vor 8 und gesagt, was macht ihr? Und dann sagt er, das und das geht raus. Da war ich so erleichtert, dann bin ich barfuß durchs Gelände gegangen, weil ich dachte, dann fühle ich mal, wie sich so anfühlt. Das fühlte sich zum Glück noch gut an. Und dann habe ich gedacht, der Boden ist doch nicht ganz so schlecht, wie ich denke. Ist in 2 Minuten rausgenommen, wunderbar. War ich relativ motiviert, ne, und habe gedacht, das ist doch alles machbar. Und wie Christoph so schön sagte, nach Sprung 2 hatten die Pferde eigentlich schon gar keine Lust mehr, weil man merkte, der Boden zieht eben doch wahnsinnig. Ich war dann 3. Starter und ritt zwischen den ersten Sprüngen, merkte ich, oh, es zog. Der war natürlich super fit und total gut drauf. Deswegen, und der ist auch schon ein paar Mal so in solchen Bedingungen Prüfungen gelaufen und auch gut gelaufen. Aber in der 4. Minute habe ich gedacht, puh, das, der Hals wird länger, der Ablauf langsamer und ja, das war schon einfach kein gutes Gefühl. Ich bin allerdings dadurch, dass ich meine Pferde einfach viel grundtrainiert und immer gut konditioniert sind, habe ich auch noch nie wirklich auf einem müden Pferd gesessen. Wenn ich mir die Videos angucke, ist er gar nicht so müde wie viele anderen, aber nee. Es fühlte sich auf jeden Fall anders an als sonst natürlich. Also aber gut, es war einfach eins nach dem anderen. Ich habe mir gesagt, wenn es sich weiter gut anfühlt an den Sprüngen, dann geht's weiter. Muss man einfach wachsam sein und Verantwortung übernehmen und die richtige Entscheidung treffen. Und zum Glück ging das dann bis auf diesen Rumpler. alles gut. Ja, Stichwort weiter. Wie geht's denn weiter? Was hast du vor? Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, wenn ich Euro reiten darf und da meine Qualifikation behalte in diesem Jahr sozusagen, die ich letztes Jahr schon mit Blenheim hatte, für 5 Sterne, würde ich gerne nach Kentucky. Ich habe noch eine amerikanische Gastfamilie in Amerika. Wäre natürlich, Hans Melzer sagte immer, der geht Badminton mit Fingern an der Nase rückwärts. Aber die letzten 2 Jahre Badminton fand ich nicht so schön. Einfach der Bodenverhältnisse und der Kurs war einfach so schwer, dass ich glaube, dass man den Pferden einfach da auch schnell den Spaß am Gelände reiten nimmt. Warst du schon mal in Kentucky? Ja, aber nicht zur Prüfung tatsächlich. Ich war nur so mal da. Ja, und irgendwie habe ich gedacht, das wäre nächstes Jahr mein erstes Ziel sozusagen. Also Ostereier suchen in Mecklenburg-Vorpommern und dann verladen und dann nach Kentucky. Genau. Genau. Wir haben noch eine Kategorie bei uns im Podcast immer, das heißt mein erster Gedanke. Das heißt, ich würde irgendwie einen Begriff sagen und was dir spontan dazu einfällt, haus raus. Muss jetzt nicht nur ein einzelnes Wort sein, kann auch ein ganzer Satz, kann 2 Sätze, je nachdem. Mein erster Gedanke bei Schweden. Mein Lieblingsurlaubsort natürlich. Wir sind früher mit der Familie immer nach Schweden gefahren. Es war nicht weit weg von Flensburg und wir hatten ein Ferienhaus von Freunden. Und da, ich wäre auch gerne Schwedin. Du hast ein bisschen was von Pippi Langstrumpf. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. hat noch keiner gesagt. Aber also, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du so einen kleinen Onkel auf so eine Veranda hebst, so wie du so energetisch. Der muss aber sehr klein sein. Also angesichts von, ich glaube, hobbymäßig noch 400 Kühen samt Kälbern und Ähnlichem zu den ganzen Flächen, die ihr habt, mag man den Begriff fast gar nicht sagen. Urlaub? Ja, also tollerweise ist der Betrieb so groß, dass wir eben auch Mitarbeiter haben. Und wir haben immer gesagt, wir haben total Lust, so ein großes Rad zu drehen. Aber wir werden das auch immer so machen, dass wir auch abkömmlich sind. Und das machen wir tatsächlich auch. Also wir fahren immer einen Skiurlaub. Ich fahre mit den Kindern im Sommer tatsächlich auch eigentlich immer irgendwie weg für eine Woche zu meiner Schwester in Allgäu oder wo auch immer hin. Und in den Herbstferien versuchen wir auch irgendwas zu machen. Oder jetzt die letzten 2 Jahre waren wir Ostern ein paar Tage weg. Und dann fahre ich mit meinen Jungs auch viel, die spielen auch mal in Berlin. Oder jetzt nächstes Jahr Ostern geht es nach Spanien mit dem einen, die haben da ein großes Turnier. Da fliege ich mit dem Kleinsten dann hinterher. Also das versuchen wir schon auf jeden Fall
zu machen. Also die Zeit kommt ja nie wieder. In 5 bis 10 Jahren will keiner mehr mit uns in Urlaub fahren. Also versuchen wir das schon auf jeden Fall zu managen, dass das geht. Und zum Glück haben wir so eine gute Truppe hier im Land, in der Landwirtschaft und auch bei den Pferden, dass das machbar ist. Küche. Küche ist mein Hauptberuf. Nicht ganz. Die Küche ist morgens kurz mein Ruheort. Wenn alle Azubis rausgehen und hier gefrühstückt haben, die Kinder zur Schule sind, dann trinke ich hier ganz in Ruhe meinen Tee. Wenn ich Glück habe, kommt mein Mann auch noch mal wieder rein von der Arbeitseinteilung. Dann haben wir hier kurz gemeinsame Zeit. Und dann wird geritten und geritten und geritten. Und mittags ist die Küche wieder meins. Dann wird für die ganze Truppe Mittag gekocht. Ich sage immer, es ist die einzige Hausarbeit, die mir gut gefällt. Das fällt mir nicht schwer. Da muss ich nicht viel Energie für aufwenden. Ich bin schneller und, also ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen, aber ein guter Koch. Ich esse einfach wahnsinnig gerne. Und ich esse das gerne so, wie ich das möchte. Und dann koche ich einfach dann auch gern. Das ideale Pferd. Das finde ich ist schwer. Das ideale Pferd für mich ist als immer erst die Einstellung. Einstellung und ein tolles Auge. Ich habe ja viele Pferde geritten in meinem Leben, natürlich nicht so viel wie andere Profis. Ich bin aber totaler Augenfetischist. Wenn ich sehe, dass sie nicht gut aus der Wäsche gucken, habe ich gar keine Lust eigentlich, mit denen zu arbeiten. Und dann kommt die Einstellung, einfach dieses... Ich habe früher die ganzen Bayards gehabt. Für dich ist Bayard sicherlich noch ein Hengst, den du kennst. Die waren ja einfach lieber tot als Zweiter. Und so bin ich groß geworden mit Ponys, mit den ersten Pferden. Es waren alles Bayard-Enkel oder Bayard-Kinder. Dietlef Peber hat immer gesagt, wir können alle nicht springen nördlich des Kanals, weil wir alle auf Bayards springen, reiten gelernt haben und die haben alles alleine gemacht. Aber wenn du solche Pferde geritten bist als Kind und als Junior, dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn die wirklich motiviert sind. Und deswegen ist das für mich das Allerwichtigste, dieses schnelle Mitdenken und dieser unbändige Willen. Und dann gucken, wie weit es geht. Gut, zu Badminton hast du schon was gesagt, deswegen Burley. Burley reizt mich auch sehr. Ich finde, es ist aber konditionell auch sehr anstrengend durch diese ganzen kleinen Hügeln hoch und runter. Da denke ich tatsächlich letzten Woche viel drüber nach, was ist dann eigentlich, wenn ich jetzt Kentucky reite. Wenn das Pferd gesund bleibt und alles gut gehen könnte, bin ich wahrscheinlich ja für Olympia mit auf der Longlist. Aber wir sind einfach natürlich mega stark und es dürfen nur 3 reiten. Was mache ich dann im Herbst? Und da ich natürlich Burley oder Po im Herbst sind dann so die Varianten, weiß ich noch nicht. Also England ist nach Blenheim natürlich mein absoluter Traum, wieder dort zu reiten. Ja, ich muss gucken. Mein Pferd hat wenig Vollblut. Das muss ich in meinem Kopf haben. Der lässt sich zum Glück toll trainieren. Der ist super ehrgeizig. Er hat auch jetzt so eine gute Grundkonstitution, aber das darf man trotzdem nicht aus den Augen verlieren. So. Team Spirit. Team Spirit ist für mich total wichtig. Ich glaube, ohne Team Spirit funktioniert das alles gar nicht, was wir machen. Ich habe einfach, dadurch, dass ich hier semi-professionell bin, lebe ich hier. Natürlich habe ich eine Azubine, ich habe auch einen Angestellten für diese Pferdepension. Aber ohne eine Gesche, die eben nicht bei mir angestellt ist, sondern einfach hier mit ihrer Freizeit sozusagen auch die Zeit verbringt. Und 2, 3 anderen Mädels, die regelmäßig kommen, wenn ich nicht da bin oder auch wenn ich da bin und mitreiten. Und die Familie, die mir auch diese Freiheit gibt, das machen zu können, wenn ich von Dienstag bis Montag manchmal, weil es immer so weit ist von hier aus, auch wieder komme, wird es einfach nicht gehen. Also Team Spirit ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Und gerne zusammenarbeiten ist einfach wichtig. Vielen Dank. Sehr schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Da, schön, dass du da warst. Und das war St. Georg der Pferde-Podcast aus dem Herzen Mecklenburg-Vorpommerns, aus einer grünen Idylle inmitten glücklicher Pferde. Wie immer gilt, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann teilen, hoffentlich den Podcast abonnieren. Unseren Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und vor allen Dingen kann man immer unter stgeorg.de, also st-georg.de/podcast gucken, welche aktuelle Folge wir gerade neu hochgeladen haben. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Eine Anmerkung habe ich noch.
Wer sehen möchte, wie es bei Marlin aussieht, dem sei die November-Ausgabe des St. Georg wärmstens ans Herz gelegt. Kleiner Tipp, die Ausgabe kann man ganz einfach versandkostenfrei bestellen unter st-georg.de/hefte.